Der, um den es gestern auch ging, blieb den gestrigen Debatten aus Termingründen zunächst fern. Landtagspräsident Guido Wolf hatte seiner Stellvertreterin Platz gemacht. Trotzdem war er auch in Abwesenheit ein Thema in der Generaldebatte um den Haushalt des Staatsministeriums. Weil nämlich die Ereignisse am Vortag ihn und seine Position schlagartig in ein anderes Licht rückten. Der jetzt geschwächte CDU noch Oppositionsführer Peter Haug muss am 24. Dezember seinen Fraktionschefplatz für Wolf räumen, weil der den Posten jetzt für sich beansprucht, entgegen anderer Abmachungen. Und so bleibt trotz der Debattenbrisanz auch stets der gerade entschiedene erste Machtkampf ganz ersichtlich ein Thema. Auftritt des grünen Ministerpräsidenten. Er sieht das Land in einer ganz blendenden Verfassung. Hohe Beschäftigung, niedrige Jugendarbeitslosigkeit, überhaupt niedrige Arbeitslosigkeit. Nirgendwo wird mehr in Forschung und Entwicklung in Europa investiert als bei uns. Fast nirgendwo mehr erfunden als bei uns. Nirgendwo investieren ausländische Firmen mehr als bei uns. Bei uns sind am wenigsten Menschen arm. Jetzt werde weiter in Forschung, Schulen, Sanierungen, Kinderbetreuung, also in die Zukunft investiert. Und das koste eben. Der noch Oppositionsführer sieht das anders. Haug schaltet jetzt in den Angriffsmodus um. Trotz Rekordeinnahmen, als Nachwirkung von Schwarz-Gelb generiert, plane die Landesregierung für 2015 nochmal rund 770 Millionen Euro direkte und 1 Milliarde versteckte Schulden. Erst 2016 dann die Null und nicht jetzt machen, das sei völlig inakzeptabel. Innerhalb von 3 Jahren haben Sie es geschafft, den Haushalt von damals 33 auf heute über 44,3 Milliarden Euro aufzublasen. Das ist rund ein Drittel mehr. Dieses deutliche Plus an Mehrausgaben ist euch auch ein Arbeitszeugnis dafür, dass Sie nicht fähig sind, Schwerpunkte zu setzen. Naturgemäß sieht das Grünen-Fraktionschefin Edith Zitzmann ganz anders. Ob viele neue Kinderkrippen oder Kita-Plätze und Abbau von Sanierungsstau, Grün-Rot, setze genau auf das Richtige und sei ein Erfolgsmodell, das zunächst einmal schwarz-gelbe Fehler abbezahle. Leider müssen wir für Zinsen und Tilgung Ihres CDU-Schuldenbergs in 2015 1,1 und in 2016 1,9 Milliarden berappen. Ohne diese Erblast könnten wir das Ziel, das Sie hier proklamiert haben, locker erreichen. Schwarz-gelbe Erblastberge und Investitionsstaue unter anderem bei Forschung, Schulen, Unis, Krankenhäuser und Kliniken macht auch SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedl geltend. Indessen kann er sich eine Anmerkung zum zweiten Hauptthema des Tages nicht verkneifen. Daraus schließen wir zweierlei. Der Start in die Landtagswahl und die Erneuerung der CDU beginnt mit einem Wortbruch und der Stil, mit dem dieser Wortbruch begangen wird, über die Medien und nicht im direkten Gespräch zu klären, was zu klären ist, der ist bezeichnend und den gab es nach meiner Erinnerung in der Geschichte Baden-Württembergs noch nie. Die Verlagerung der Generaldebatte auf die Machtkämpfe innerhalb der Landes-CDU wollte FDP-Fraktionschef Rühlke indessen nicht zulassen. Grün-Rot habe einen Volksbeglückungswahlkampf gestartet, der zeige, dass diese grün-rote Lüge von der Erblast eben in keiner Weise zutrifft. Nicht? Das ist nicht eine Folge von schwarz-gelber Haushaltspolitik, dass Sie jetzt nun zusätzlich Geld ausgeben, sondern das sind Ihre eigenen Ausgaben, meine Damen und Herren. Und bei 9 Milliarden zusätzlichen Steuereinnahmen kann man nun wirklich nicht behaupten, dass die eigenen Schulden die Schuld der Vorgängerregierung seien. Dem Wunsch des Ministerpräsidenten, den Landtagswahlkampf für 2016 nicht schon ein Jahr vorher zu beginnen, könne man deshalb nicht entsprechen. Grün-Rot habe ihn mit der finanziellen Wohltatengießkanne längst eröffnet.